Also wäre der Plan, Spino holen, bestellen, Rex holen, Baryonyx holen. So, ich muss mal eben zwischenlanden. Bin hier aber auch schon fast da. Ich sehe es schon. Mhm. Na, da bist du ja. Cool. Oh, die letzten Meter. Da, 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 da. Ist irgendein Alpha? Raptor. Bu, 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 bu. Warte mal, ich muss mal mein Tablet hier legen. Ich bin gespannt, ob der noch da ist. Weißt du denn noch so ungefähr, wo der war? Der war am Ende, also so vom Ende von dem Wasserlauf sozusagen rechts rum jetzt. Mhm. Kann man da runterkommen? Ja, ja, quasi Endnase oder Endnadel vom Sumpfgebiet, ne? Der Wasserfall. Mhm. Ja, ja. Scheiße. So, jetzt gleich erstmal den ersten Laderuckler, dann den dritten Laderuckler und dann zwischendurch noch den zweiten nebenbei. Und nein, es gibt keinen schönen Tech-Para und. Direkt. Gut, ich habe den Ladebug schon mal hinter mir. Das ist ein roter Ball. Ah, ne, Moschatz. So, Name Ladedings. Ja, ich sehe dich. Habe ich mich erstmal hingehockt. Nein, nicht Abend, Mittag. Bom. Ich hab aber einer aufgeregt hier unten. Ja, ja, der ist irgendwie. Weiß auch nicht. So. Ich halte ein bisschen Abstand, damit ich denn deinen Vogel pfeifen kann oder du meinen, je nachdem. Man muss ja hier auf alles vorbereitet sein. Gut. Ja. Ja, meine ersten Nervenkicks sind durch. Also man hat schon mal geschafft hier. Sehr schön. Ja, ich gehe mal hier rechts lang. Ja, ich komme direkt mit. Ein blauer Glowbird. Oh. Da haben die mich hier noch in Mitleidenschaft gezogen, dieser blöde Skorpion. Da hat er mir hier noch einen mitgegeben, ey. Werde. Ja, doch, ich glaube, ich bin ein bisschen schneller.
Den Drop holen? Den holen wir. Ja, ne? Drop, drop, drop. Dredeledel, dop, 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 dop. Aber es scheint hier keine halluzinogenen Pilze zu geben, ne? Also ich hab's bis dato zum Glück noch nicht geschafft. Ne, ja, noch nicht. Ich gehe jetzt extra mal ganz forsch dran. Entschuldigung. Aber Familie Frosch wünscht allen einen schönen Sonntag. Nö. Nichts Gepilztes. Du bist hier. Ich bin hier runter. Mhm. Spino 20. Ah, ja gut, hier ist der Wasserfall, ne? Hier war das ja. Mhm. Was mit dem hier oben? Ich habe immer noch kein gutes Fernglas. 95. Ja, der ist schon mal weg. Ja, 95 bringt's auch nicht, ne? Oh, ich glaube, da fällt jetzt was von dir runter. Vorsicht mit dem Wasser. Ja, da oben. Was sind wir denn da unten? Irgendwas gezähmtes ist da unten im Wasser. Ah, ein gezähmter Dimetrodon. Cool. Ich war an den Baits. Ja, an all den Baits, die hier lagen. Das waren ja nicht so wenige. Kinos. Das ist ja eigentlich egal. Ja, guck du mal nach dem Spino. Hört ihr hier mal die Kakinos ein bisschen im Trabe? Sechs Schaden, Freunde. Bestimmt eine turbogeile Krage. Oh Mann. Level 130 die eine Krabbe. Und die andere lebt noch. Level 60. Ah, das war nur so ein Mitläufer, okay. So, dann haben wir hier aber Ruhe, wenn wir uns betteln müssen, weißt du? Können wir den hier den Fluss runterziehen. Wenn er hier überhaupt noch irgendwo rumhängt. Ist was? 140. Ja, Aberrant Mail. Ja. Ah. Achso, ja. Du bist ja der Battlemeister. Ich kann mich mit dem betteln. Wir könnten das aber auch so machen, dass wir den Vogel abstellen und du mich in die Kralle nimmst, dass wir das mal ausprobieren. Ob der das unfair findet. Da drüben ist ein Baryonyx, ne? Okay. Ja, erstmal muss er ja... 135! Hm, weiter ging's nicht dann mehr, ja? Ah, er hat ihn genommen. So, ich soll dich in eine Kralle nehmen, ja? Ja, wenn mein Viech hier sicher wäre, wäre das cool. Wo bist du? Dann lauf doch nicht weg. Ich sehe gar nichts, ne? Ah, ne, noch viel weniger als nichts. Da, rückwärts auch nicht? Ah. Da? Ja, ne, nicht wirklich. Ich treffe dich, glaube ich. Ah ja, ne, finde er nicht cool.
wenn es nicht wäre. Hier absetzen? Ja, aber oberhalb, wenn es geht. Oh. Findet der immer noch nicht cool. Schau mal deinen Vogel, ne? Mhm. Findet auch nicht cool, ist uninteressant. Mhm. Immer noch nicht. Weil ich mich taktisch böse verhalte, sagt er. Ich bin jetzt auf einer Ebene, aber immer noch nichts. Ne. Der will bestimmt gegen dich kämpfen. Das Ding ist jetzt gleich durch. Er geht rückwärts. Ne. Weg ist er. Ja. Warum ist er weg? Keine Ahnung. Hallo, Speno. Da ist er. Nö, also auch direkt. Was denn? Vor allem rennt der weg. Crazy, ne? Hm. Oh, mein Vogel holen. Warum findest du das scheiße? Was ist denn scheiße? Soll ich dich boxen oder was? Komm her, boxe. Das interessiert ihn aber nicht, wenn ich ihn boxe. Er sagt da gar nichts zu. Echt? Ja. Haut auch hier die ganze Zeit ab. Der rennt hier rum wie so ein Bekloppter. Nehmen wir mal den Composite-Bogen. Vielleicht gefällt er ihm ja besser. Boah, das ist fast tot, der Spino. Er holt sich jetzt hier meinen Baryonyx. Entschuldigung, aber Familie Frosch macht das sehr nervös. Deswegen bist du offline. Bitte? Deswegen bist du offline. Ich bin nicht offline, nein. Bin nur beschäftigt. So ein klein wenig. Ja, aber der hat irgendwie eine komische Spanne. Und ich habe ja nur dieses blöde Fernglas, weißt du? Tja. Will nicht. Ich kann den boxen, ich kann den anschießen. Das ist doof, alles ne? Doof. Egal ob mit Composite, mit Armbrust. Jetzt gleich ist er tot. Aber jetzt hängt er da hinten sowieso erstmal fest. Nicht meinen Baryonyx da unten verschrecken. Ja, du. Wo denn hin?
Ah, sehr schön. Ah, hast du unseren Dimitro dann einfach gekillt, ja? Nein, habe ich nicht. Wie soll ich den denn gekillt haben? Joa, Aberrant Dimitrodon Level 30, was killed bei Aberrant Baryonyx, aha. Okay. Krass, oder? War's gar nicht, du. Ein Aberrant Baryonyx. Krass. Oh, mein Junge. Au. Oh. Oh, das sieht gut aus. Sehr schön. Oh. Endlich kann ich an ihn ran. Wir haben den einen jetzt verloren, wa? Weil er nicht wollte. Ja gut, der ist ja nicht tot, aber der hat nur noch wenig Leben. Mal gucken, ob er sich wieder einkriegt. Mhm. Ich habe ihn jetzt erstmal in Ruhe gelassen. Ich guck jetzt mal, ob der andere hier noch ist. Bleib hier, Barry. Komm zurück, Barry. Hier gerade ein wunderschönes Sarko. Oh, 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 oh. Das hört sich nicht gut an. Mein Vogel meinte, er müsste Attacke machen. Wieder auf die Kacke hauen, ja? Näher, wir kommen uns näher. Weibliche Aberrant Baryonyx. Schön. Kann man Aberrant und normalen kreuzen oder? Nein. Geschenk bekommen. Oh. Mein Gott, triff doch. Oh, oh, ich bin tot. Okay. Ja, der Baryonyx ist gerade bei 97%. Dann kann ich vorbeikommen. Was hast denn du wieder angestellt? Deswegen warst du still, ja?
Und nächste Frage, wo bist denn du überhaupt? Am Ende vom Fluss, sozusagen den Wasserfall hoch und dann ganz... Ah, wo der Wasserfall beginnt, quasi. Oder was? Mhm. Ich hab den fast gehabt. Krass. Ah, mein Vogel ist jetzt noch da. Mhm. Heile. Nee, leider nicht. Keine seltene Blume. Weder das Schilfrohr noch irgendwas anderes. Alles schon gecheckt. ja, endet aber recht früh. Also. Hä? Den Wasserfall hoch. Ach, oben am Wasserfall bist du weiter. Ja. Ah. Döfin, ich sag noch, wo der Wasserfall herkommt. Ja, ganz ans Ende durch, also da kannst du wirklich schnell fliegen. Gegebenenfalls kannst du ihn jetzt zu Ende betteln. Also ich hatte ihn jetzt mit Composite-Bogen. Das fand er nicht mehr doof. Okay. Der dürfte eigentlich nicht mehr viel haben, wie gesagt. Mhm, Composite-Bogen ist vorbereitet. Marionix ist in meiner Tasche. So, ich bin jetzt oben am Wasserfall. Ich folge weiter dem Fluss. Ich sehe irgendwas. Ne. Hier ist jetzt so ein großer See. Mit noch einem Wasserfall. Ne, Winnie. Hast du an einem... Wurde das riesengroß? Hallo, Winnie? Ja, einfach weiter. Ja. Genau, guck mal, wie viel ist hier schon getamed? Den hatte, ja, das sieht man ja mit dem Fernglas nicht. Ach so, schade. Hängt aber auch gerade irgendwo fest. Wie mit meinem Vogel wahrscheinlich, oder? Winter ist unfair. Winter auch kacke. Wir finden beides kacke. Wie ich eben oben stand, hatte das auch kacke. Ich stand vor ihm. Okay. Gleiche Höhe, aber er war halt festgebackt. Bin ich ja jetzt nichts für. Wo ist dein Vogel? Steht der irgendwo auf der Erde oder mehr oben? Eigentlich unten am Wasser. Also da bin ich gestorben. Ich sehe deinen Vogel, ja. So. Guten Hunger, weißer Kadaver.
Also der hat nicht mehr so viel auf der Leiste, ne? Die Hälfte ist weg, aber... fand halt jetzt jeden Angriff von mir scheiße. Hat sich aber befreit. Okay. Guck ich jetzt mal, ob das nochmal geht. Ich lasse die Vögel mal ein bisschen erhöht auf einem Stein, ne? Ja. Weil ich da auch gerade noch einen Raptor sehe. Bär, ich war das nicht. Naja, muss ich halt mal fliegen. Der ist immer noch hinter mir her, der kriegt mich. Ich werde jetzt von den Bären getötet, ey. Nein. Nee, ne? Oder vom Skorpion und einem Bären. Und einem Bären und einem Skorpion. Nee, okay, alles klar. Ist gleich von einem Kalkinos, okay. Nee, alles gut. Ich lebe noch. Ich habe nur keine Heiltränke mit. Ich war so schlau. Aua. Echt noch dieser Kalkinos. So. Freude. Wo ist der Spino? Er ist hier eben noch rumgeflippt, wie so ein Bekloppt. Da hinten ist er. So, halbes Leben. Warte mal. Ja, sonst riskiert das jetzt nicht, sonst komme ich erst holen am Bett. Oder? Ich stehe jetzt gerade über ihm. Ja, ich glaube, dann komme ich dich erstmal am Bett holen, ey. Probier jetzt noch einmal, ob ich ihn sehe. Weil der flippt hier völlig aus, ne? Wird hier gerade komplett am Rad. Da kommt er. Jo, find er cool mit dem Bett. Jetzt darf ich ihn aber nicht attacken, weil er gerade gegen was anderes kämpft. Oh, jetzt kämpft er wieder gegen mich. Kannst dich mal entscheiden. Ich habe keine Pfeile mehr. Warum lädt der denn jetzt nicht nach? Was soll das denn? Ich hau ab. Ich bin hier auf Green Cap. Muss nicht sein. Das ist eigentlich Wurst. Ich will überleben. Seit wann hat denn der Bogen Ladehemmungen? Weiß ich nicht. Fängt der jetzt auch an? Alter, hat mich das jetzt gerade angepisst. Jetzt war ich ganz schlau, jetzt habe ich mir noch wehgetan. Ich komm dich abholen. Bevor ich mich hier selbst umbringe. Meine Herren, ist das fies. Oh, ein Baryonyx. Okay. Habe ich tatsächlich keine... ja... Heiltränke hergestellt und habe immer noch mein abgezapftes Blut in der Tasche, anstatt damit was zu bauen, weißt du? Naja. Bin gleich am Bettchen. Ist gar nicht so weit weg, ne? Fängt dann unten fliegen. Nee, so weit ist das nicht weg. Da 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 da. Sag, wann du da bist. Und das dauert noch. Ach so. Gerade eben spiel, jetzt komm ich da. Ja, ja, ich bin ja auch fast da, aber das dauert halt. Ja. So.
ich gern was sehen. Das Wetter, dass die hier auf eine Foundation. Weil ich bin eigentlich da, aber ich sehe hier kein Bett und nix. Ich spawne. Ach, das war da oben. Ja. Ah. In einem Diplo. Und da ist ein Skorpion. Da oben war das, ich Idiot. Alles klar. An der falschen Ecke. Chaka. Oh Gott. Ja, ich muss ja noch mal dahin, ne? Ja, so oder so. Ups, falsche Seite. Ja. Eieieiei. Ich bin abgeworfen worden. Nee, ne? Ach doch. Aber kein Ding. Und jetzt direkt wieder drauf. Krasser Scheiß. Ja, hier eigentlich gerade durch. Erstmal dein Loot holen, gucken, was der Spino macht. Auf dem Rückweg können wir immer noch Gaswälder sammeln. Hier ein bisschen mehr links halten. Irgendwo von da hinten. Nicht gekommen. Ja, da ist der grüne Loot Drop. Da hinten müsste dann noch ein blauer sein. Ja. So, hier unten ist das Wassergedöns. Hier, irgendwo. Ein Stückchen durch. Ich glaube, mehr rechts runter, oder? Bin mir nicht sicher. Mehr rechts rum, oder? Ja, ich glaube, ja. Ja, hier ist der 55er Baryonyx und da vorne, der da wütet, das könnte unserer sein. Hunderter, nö. Dann noch ein Stückchen. Da hinten. Ach, wir müssen erstmal wieder nach oben. Wir sind viel zu weit geflogen. Echt? Mhm. Oben? Ah, da. Bubu. Musik. Echt, war das hier, ja, ne? Naja, ich erinnere mich an die Brücke. Hätten wir also noch weiter links gemusst, ja? Ich weiß nicht, ob das hier links oder rechts oder was auch immer ist. Ja, ich höre schon. Ich weiß nur Wasser lang. Und nach oben. Na, nee, ein Sarko mit irgendwas. Naja, so. Gerade Ausdauerregen, ne? Ungewohnt, ne? Guten Tag. Guten Tag. So,
So, mein Lootstrahl so langsam wäre jetzt mal schön. Und da ist mein Lootstrahl. Jetzt ist hier ein Baryonyx. Hier ist unser Spino. Okay. Boah, bin gleich tot. Ui. Ja, da haben wir jetzt reingehauen, der Kleine. Gut. Meine auch. Ja, ja, der haut ganz schön rein. Aber ne? Hallo, ey. Wo höre ich euch denn? Ich Au! Oh. Kommt ihr hier fast hoch? Oh, Viertel Leben habe ich noch. Der lagt hier aber auch ganz schön rum. Wo? Wo? Ah. Ich hänge im Spino. Hat er? Ich glaube, wir können tamen. Tame du bitte mal. Ich habe noch genau 9,5% Leben. Unter Einsatz meines Lebens. Jetzt habe ich mir meinen Burger verdient. Alter. Ja, der haut ganz schön rein. Ey, aber hier, bam, macht er, verstehst du? Ja. Boah, 2 nur 23, aber hey, 16 mal 23 ist ganz schön viel. Dass ich jetzt mit dem Adrenalin rechnen kann, schön, aber ich kann es nicht. Ich habe hier ein Rage-Symbol beim Agi. Aha. Aber nur ganz schwach. Also es sieht so aus wie ein Rage-Symbol. Mal gucken. Da wird nichts wieder eingeblendet. Schade. Alter, haben wir diesen Kackvogel da jetzt endlich, ja? Nee, noch nicht. Aber immerhin schon mal handsam. Boah. Ja. Ja, dann wird er aber nichts mehr mit dem Rex. Nee, meine Rüstung ist platt. Deine ist platt. Ich bin daher platt. Geil. Ja, ist doch cool. Ja. Und die Metrodon macht einen Krach, ne? Das ist weiblich, das heißt, der nächste muss männlich sein. Mhm. Der nächste, den du holst. Da ist er. Sehr schön. Packen wir ihn doch mal direkt ein. Ja, noch Gas mitnehmen und ab nach Hause, wa? Mhm. Uiuiuiui. Mhm. Action. Satisfaction. Ja, die hauen ganz schön rein, ne? Ja. Deswegen, wir fliegen total unsinnig. Das ist hier direkt am Ende irgendwie. Mhm. Guck mal, da kommt ein Druck. Ja, das ist der blaue, den ich eben gesucht habe, nachdem ich den grünen gefunden hatte. Oh.
Einfach hier hoch, wenn wir mal da gewesen. Ja. So, Gaskollektoren. Bin auch schon wieder fast halb, wenn wir eben verdingst hier. Glowsticks. Habe ich auch 13 Stück gekriegt. Level. Level 16. So, ein Gaskollektor, noch ein Gaskollektor. Oh. Wow. Wow. Also, Gasbälle sind jetzt nicht mehr der Engpass. Nee, wirklich nicht. Ja gut, ich komme zum Ausgang, ne? Nee, Moment, ich bin gerade noch am Arbeiten. Am Arbeiten? Und her, ihr doofen Raptoren. Was machst du? Ja, ich bin vom Dings runter. Ich bin jetzt gleich tot, ey. Nee. Doch, doch. Wenn mich hier einer erwischt, bin ich gleich tot. Ein Ravager, okay. Ja. Bringst du mir meinen Vogel zum Bett? Achso, du bist tot. Okay. Mhm. Also nicht Lava-Höhle, sondern Aberrant, ne? Simple Bed. Ja. Achso, ich sollte den Vogel natürlich auch mitnehmen. Ja, ich bin dann doch noch hinfällig gewesen. Markant. Da. Juhu, Leber. Fragt sich nur wie lang. Ja, warte doch, bis ich da bin. Ach ja. Weltmusik. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ah. Bin bereit. Ich bin schon wieder am Kämpfen hier. Ja, war ein Skorpion. Wohin? Meine Tasche holen. Ah, meine Tasche holen. Ich warte aber hier, oder? Okay. Ich will nicht mehr da durch. Wie gut ich das verstehen kann. Du dein, du dein. Aber irgendwie behalten die Pflanzenfresser hier in dem Abgang immer die Oberhand. Ne? Also es hat hier noch nie den Punkt gegeben, wo ich hier vorbeikam und es gab nur noch Fleischfresser. Hm. Ziemlich cool.
So, hab meinen Stuff. Bin fast da und dann können wir nach Hause. Uiuiuiuiui. Aber so rückblickend war das eigentlich ein sehr schöner Höhlenbesuch, muss ich ganz ehrlich eingestehen. Der war schon sehr anregend. Dass die so krass zusetzen, ist schon... Boah, ja, das war heftig, ja. Das war richtig. Ich war ja froh, dass er endlich was toll fand. Ja, genau. Und bei mir war er die ganze Zeit erstmal so nö, selbst mit Composite. Und dann auf einmal. Komisch halt. Trotzdem hat sich eigentlich heute gelohnt. Das waren heute schon, war das heute? Nee, war gestern, ne? Zwei blaue Drops, nee, das war heute. Ja, das war gestern. Gestern, ne? Wie, wir haben hier ein knatschblaues Paracer mit rotem Bauch. Bäh. Brauchen wir Fleisch? Ah, Scherz. Ja, wir werden sogar begrüßt mit einem... Echt, der hat auch noch einen Kringel? Yes. Hat es sich denn gelohnt? Ja, irgendein Sattel gab's. Oh. Gallimimus. Gallimimus, ja, fantastisch. Cooler Scheiß. Hm? Mal eben umpacken. Ja, die Gasbälle kann ich ja ziehen. Aberrant Barrier. Fleisch. Ja, da haben wir alles. Ja, cool. Ist ja gar nicht viel. Haben wir überhaupt Platz für den Spino oder muss der eingepackt bleiben? Den stelle ich hinten hin. Oh, den hier, den Baryonyx erstmal bei den Alus, ne? Hier wirst du ja auch den Spino hinstellen, denke ich. Mhm. Yeah. Sieht man der Kleinen gar nicht an, was sie für eine Hübsche ist. Sehr schön. Sehr schön. Ah, ich bin zufrieden. Wo ist unser Spino? Noch in der Tasche. Na, geht so nicht. Oh, meine Schüchen, die haben fast überlebt. So, wenn du Rechse ausführen willst, ne? Da stehen abseits stehende Rechse. Könnte man sich da irgendwie auf einen Namen einigen? Vielleicht ich glaube, die heißen alle. Ist nicht grün, heißt nicht Drop-Rex. Aber der andere heißt schon Drop-Rex. Aber die stehen halt extra hier abseits. Okay. Von den anderen. Und haben einen Sattel an. Ich glaube, alle anderen haben keinen Sattel an. Oh, Spino Baby. Also die, die nicht ausgeführt werden sollen, haben auch keinen Sattel. Genau. Habe ich das richtig verstanden? So, repariert habe ich alles. Ich habe auch schon mal ein paar Kletterhaken irgendwie. Ja. Oh, wir haben Honig. Geil, ne? So, ihr Lieben, nackig wie ich bin, obwohl ich schlüpfe mal eben in die Kleidung drin, denke ich. Sieht vielleicht denn doch ein bisschen lustiger aus. So, Nerdbrille ziehen wir auch wieder auf. Ja, passt doch. Sieht aus wie von ZZ Top irgendwie. Mhm. Geil. Ich und Winnie wünschen euch noch einen wunderschönen Restsonntag. Ich glaube nicht unbedingt, dass ihr heute noch was von uns hört. Eventuell von mir noch, weiß ich aber noch auch selber noch nicht so genau.
Und würde sagen, genießt einfach den Rest dieses wunderschönen Abends. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. So. Und tschüss, ihr Lieben.